Hallöchen und willkommen zurück. Wenn das auf dem Friedhof heult und wir im Scheiß Level. Ich traine nochmal deine Con. Du hast danach zwar übertrieben viel HP, aber vor allem hast du danach ordentlich Stamina, weil die schluckst du echt runter wie Sau. Kleiner Schluckspechte, Kerl. Ich hab nichts Neues gelernt. Also raus damit. 260 Schaden. Das sollen wir erstmal was nachmachen. East. South. East. South. Was ist das hier? Irgendwas mit Vampir habe ich gehört. Oh Gott. Ach du liebes bisschen. Was ist. Ach du meine Güte. Vampire. Vampire, okay. Dann. Dann Vampire. Oder geht es uns ganz schrecklich? Uns geht es noch ganz gut. Dann entern wir mal das Vampire. Das Vampir-Ding. Was auch immer ein Vampire denn sein soll. Ich mach schon. South. Oh, jetzt kriegen wir bestimmt den Vampir. Nee, kein Vampir. Das ist ja schade. Kein Vampir? No. East. No West. Kein Vampir. Ja, das ist ja immer hier. Fehlen ja mal so ein bisschen die geskripteten Gegner. Vielleicht müssen wir später nochmal hin. No. West. South. Dann gehen wir mal zurück und suchen weiter nach West. Allem Möglichen. Ja? Staying alive? Good. Try and keep it that way. Don't worry about me. No. I'm a big girl. Oh, Tombstone 3? Ah, genau. Yes. Dr. Chaotica. Ja, komm, mit zwei werden wir noch viel fertig. Ja, ich beschwöre jetzt rechts von mir. Why ever? Wir sparen mal Mana. Ja, so die Lenedin, sehr schön. Der neue Monster-Stacking-Shot. Nächster Tag. Oh, und ich habe ein Spectre geschworen. Sehr schön. 175 Damage. Ja, hau es richtig raus.
Und nicht in die falsche Richtung pusten, Mann. Zero damage. Voll gegen den Wund oder so. Ja, schieß auf den Spectre, genau. Damage. Ja, Simeon und Messias arbeiten ganz gut zusammen. Mach mal noch einen kalt. 66 Damage. Mit 66 Schaden, da fängt das Sterben an. Entschuldigung. Ja, Spectre macht was. 47 Damage. Und 332 Damage. Nur Ramsch gezogen. Ah, hier ist die Tür. You have to ask? I'm hurt. Just give me one second. There, easy as pie. Don't everyone congratulate me all at once. Ah, das ist dauerhaft unlocked, weil ich weiß nicht, ob ich das mit Simeon erkunden möchte oder ob ich jetzt nicht schon mir auf jeden Fall zumindest Gwen dazu holen will. Gwen und Messias hatten wir noch gar nicht zusammen. Wallenport, das haben wir auch auf ja, wir haben alle hier. West. Oh, Schub wollen wir haben. Da sind Nightshades drin. Nummer 3. Wir machen hieraus noch mal eine Suchfolge. Das Apple Orchard, da ist auf jeden Fall auch ein Grabstein drin. Mindestens, also hier sind überall Grabsteine drin. Kommt man durchs Tor, kriegt erstmal eines vor. Du stellst dich als Einzelner uns entgegen. Dummheit muss bestraft werden. 166 Damage. Aber hey, es ist nicht One-Shot. 107 Damage. Auch nicht Two-Shot. Ja, Heilung, danke sehr. 341 Damage. Und da fährt er runter. Der Vollidiot. Stellt sich hinter die Tür und denkt, er könnte uns aufs Maul hauen. Was auch immer ein Apple Orchard ist.
Da hört man die Barriere, die magische Barriere suchen und summen. Und da ist noch ein Tombstone. Ich glaube fast, den hatten wir schon. Wir machen hier draus, wie gesagt, nochmal eine Suchfolge und dann gehen wir mal ins Mausoleum. Aber mit einer anderen Besetzung, weil wir es können. Den haben wir schon. Aus dem Weg, Pack. Mage Stuff? Ring of the Arctic. Nice. Ah, es macht Spaß, wenn man wirklich mal Sachen findet, die auch bisschen Bedeutung haben, irgendwie. Ein Nightshade hier, ein nutzbares Artefakt da. Verpisst euch von meinem Grabstein! Also, nicht von meinem, aber... Den hatten wir schon. Jetzt haben wir ihn gleich nochmal angeklickt. Wir Helden. Also ich Held. Aber noch ein Nightshade, sehr schön. Elfen-Scout? Ich glaube, ja, wir müssen demnächst mal wieder... Mit der Ecke sind wir fertig. Also schauen wir auf, gehen wir aus dem Blickfeld, danke schön. Hier scheint nichts zu sein. Funtime.
Ja, wir müssen bald eine Ausrüstungsfolge machen. Platz da, ich will Nightshade sammeln. Drei Geister, nee, das hätte uns vermutlich kalt gemacht. Da ist der letzte. Yeah! Dann beenden wir diese Folge jetzt damit, dass wir erstmal diesem Pack hier ausweichen und dann noch eine Nightshade holen. Oder einen Minze. Oder ein Blackberry. War ja nicht eine Tür. Ja, hier waren wir schon. Dann beenden wir diese Folge jetzt, indem wir nach Hause reisen. Und diese Quest beenden, die mit dem Professor. Vielleicht hat er ja auch eine Folgequest für uns, wer weiß es schon. Nightshade haben wir erst 7, wir brauchen 15. Von der Ach, da sind die Dorf. Da wollen wir nicht hin. Da haben wir es verkackt, sorry. Und da möchten wir hinein. What's that? Oh, it's you again. Wait, I do know you, don't I? Der bekloppte Professor. Yeah. Marvelous. Simply marvelous. This is everything I need. You've just made history. Mark my words. Ich nehme mal das zweite. Yes, very nice. Why are you still here? I need to work. Work, work, work. Of course. How silly of me. Here, a copy of my work. Take it. Go on. Now, do leave me be. Academia never sleeps. Much to do. Ein Buch. Oh yes. Ich mag den Professor. Er ist eigentlich wie alle Charaktere in diesem Spiel ein Klischee dieser Klischee-Vorstellungen, aber ich finde, das ist halt schön gemacht. Ne? Also man sagt immer bei Klischees, wenn sie gut umgesetzt sind, dann ist es okay. Und hier, finde ich, stimmt es tatsächlich. Also sehr nice. Und so, wo ist jetzt dein Buch? Ja,
Ah, hier. Ist das, hat er jetzt echt ein leeres Buch gegeben oder habe ich jetzt. Okay, sonst hat er uns nichts gegeben. Ein leeres Buch, na. Schankedön. Okay, dann machen wir jetzt noch schnell ausrüsten. Ich habe immer vergessen, mir die Beschreibung anzugucken, aber jeder Gegenstand hat Beschreibungen, sogar ganz nett. Ring of Vitality und Ring of Shielding. Der macht doch eh Critical Resist und Critical Resist hatte ich eh ständig laufen wegen dem Dingens. Mach mal Unholy Damage. Nee, das restrictet alles mal Magic. Das hat weniger Dingens, aber wiegt halt praktisch nichts. Macht mir mega viel Auszeichen und ist einfach cooler. Es tut mir leid. Da habe ich doch mittlerweile irgendwas Besseres, oder? Nee. Das ist nice. Und das liegt da einfach so rum. Der macht so viel, genauso viel Schaden.
und ein bisschen mehr. Gut. Dann geben wir noch dem. Duelist Blade. Das ist zwar nett. Aber der hier macht einfach viel nettere Sachen. Vergiften, verfluchen. Okay, das kommt nie zum Tragen, weil ich nicht damit angreife. Aber auch sowas wie mehr Unholy Damage und so. Das ist sehr knuffig. Okay, Charakterwechseln tue ich mal offscreen. Vielleicht ziehe ich der Frau dann auch noch was anderes an. Diese Axt zum Beispiel. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann.